Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen PUBG-Turnier! Hallo, Leute! Hallo! Mal wieder ein PeteSmeet-internes Duell mit dem Christian, dem Jonathan, dem Sebastian, dem Jules und mir, dem Peter. Wir versuchen uns gegenseitig zu töten und wer zuletzt lebt, der gewinnt! Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hat gewonnen. Tschüss! Tschüss! Ah, warte mal, aussteigen. Wie oft kann man nochmal aussteigen? Und dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Ich würde mal sagen, da. Ich würde mal sagen, gehen wir mal raus. So, PUBG-Turnier. Heute gibt es nicht ganz so viele Gegner, die man einfach wegknallen kann, ne? Letztes Mal waren wir ein paar Leute mehr. Jetzt sind wir gerade ganz fresh vom Roadtrip zurück. Und kämpfen untereinander. Oh, ich hätte auch Shift drücken können. Ich, Oberdulli. Sehen wir die Feinde? Sehen wir sie fliegen? Beim Bootcamp geht einer runter. Ansonsten habe ich jetzt auf Anhieb hier nicht so viel gesehen. Und natürlich auch Zeit, Mütter zu respektieren, ihr Lieben. Also, ich werde jetzt Bootcamp runtergehen, okay? Richtig in der Mitte. Sprich, der Jules, der landet jetzt nicht komplett außen und muss dann die ganze Zeit rennen. Ne? Denn ich schaue mir die Kommentare an. Ich möchte natürlich auch besser werden, euer Feedback mit reinnehmen. Ich schaffe es leider nicht so abseits von den Aufnahmen das Spiel zu spielen. Merkt man natürlich nicht. Okay, wir gehen nach Tatmok. Hört sich an wie so ein Ork. Gebiet bei Warcraft. Thrall, geboren in Tatmok. So, alle fliegen jetzt Paradise Resort oder Bootcamp, ja? Ihr könnt mich alle mal. Da gebe ich einen Fick drauf. Ich flieg einfach hier zu meiner Lieblingsstelle nach Hattin. Hattin ist mega, denn da gibt's drei Lagerhallen, die man easy snack durchlooten kann. Und auch so ein paar Container und so. Das ist einfach nice zu looten. So, wir steigen jetzt aus. Wir gehen nämlich darüber, dachte ich mir. Ich hoffe mal gucken, wie viele hier noch hinkommen. Und ob ich abdrehen muss oder nicht. Aber ich würde gerne einfach da vorne hin. Und hier geht halt auch nie einer runter. Außer der hier hinter mir, der auf die Fresse haben will. Ja, komm doch. Bis dahin habe ich schon gelootet und du bist schon tot. Oh, er dreht ab. Ja, komm, den jagen wir, oder? Einfach mal hier gönnen. Weiß gar nicht, wann das öffnet. Oh Gott, öffnet der weit oben. Ich bin genau über der Brücke, glaube ich, gewesen. Autsch. Okay, ist auch irgendwo... Oh, oh. Er ist vor mir da. Und zwar ein ganzes Stück. Dann gehen wir doch dahin. Da kriege ich nämlich auch noch Loot. Easy gesnackt. Vielleicht hat der andere das auch gar nicht mitbekommen. Nur weiß ich halt, dass da vorne wer ist. Ich habe natürlich nicht geguckt, ob hier noch irgendwer anders landet. Ja, Quatsch. Okay, sehen Sie nichts. Ich würde gerne da landen. Ja, runter. Oh, oh. Aua. Gib. Noch wichtiger Hinweis, ich bin echter Mensch mit echten Gefühlen an dieser Stelle. Und, aber ja, also, was war das? Nicht campen, aber auch nicht zu viel rumrennen. Versuchen, genauer zu schießen, aber auch nicht die Waffen nehmen, die einen schnell umbringen. Ich versuche das irgendwie alles miteinander zu vereinbaren. Ich habe jetzt gar nicht geschaut. Könnt ihr richtig böse Überraschung bekommen, weil ich gelabert habe und abgelenkt war. Scheint keine böse Überraschung zu werden. Auf. Oh, sehr gut. Erstmal Polizei. Weste. Level 2. DOS. Eine Waffe wäre ganz cool, falls ich jemanden übersehen habe. C4 gönnen wir noch. Ah ja, eine Pfanne und eine Machete. Auch immer gern gesehen. Ah, das ist, oh, Leute, bin ich einfach über eine Waffe rübergelaufen. Taktische Ausrüstung? Oh, taktische Ausrüstungsträger. Das ist irgendwas Neues. Da kann man so Sachen jetzt irgendwie mitmachen. Aber guck mal, MK12 haben wir schon. So, M249. Die will ich nicht mal haben. Werde ich jetzt einfach mal Risiko gehen und weiter looten. Nachgeladen und ab geht die Post. Fangpol- nicht genug Platz. Du hast nicht genug... Achso, taktisches Ausrüstung. Ja. Können wir da mitnehmen? Drohnen-Taktikpaket.
Ich weiß nicht. All-in-One-Reparaturset. Das ist super. Ja, guckt mal, Level 2 Weste. Ist das eine Level. Nee, okay. Ich dachte schon, warum blinkt die noch, wenn das kein Level 2 Weste ist? Es war kein Level. Was ist das? Die Waffe kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt jagen soll oder nicht. Der ist halt irgendwie außerhalb dann abgedreht. Der wird wahrscheinlich hier bei den Häusern gelandet sein. Ich würde mich um das Luder jetzt gar nicht kümmern. Ich würde jetzt mein Ding machen und einfach warten, bis er mir vor die Nase läuft und ihn halt einfach wegmachen, ne? C4 war letztes Mal leider Schmutz. Da wollte ich Jules mit killen, das weiß ich noch, obwohl er noch vor dem Roadtrip war und damit aus meiner Perspektive ewig her. Einen Rucksack nehmen wir auch. Oh, gutes Loot hier verteilt. Und ein Schalldämpfer! Okay, ich habe gerade was gehört. Aber das war draußen im Real Life. Checken aus, was wir da aufgesammelt haben. Unsicher. Guck mal, ich nehme mal lieber die hier. Stachel. Damit einen Killing kriegen wir schon 10 von 10, aber absolut unwahrscheinlich. Ja, ich kann nicht nachladen, ich weiß. Ich mag die Waffe auch gar nicht. QBZ hier kommt. Leider für die SMG, die ich eigentlich gar nicht behalten möchte. Oh, guckt mal. Ein Schalldämpfer. Jetzt wird's interessant, Leute. Aber jetzt habe ich hier so eine Muchwaffe, oder ist die gut? Ja, mit Schalldämpfer wird natürlich jede Woche gut. Aber guck mal, die AUG ist einfach in jedem Fall geiler. Also fuck you und welcome AUG. Ja, da einfach alle Werte besser, so. Ach so, genau. Und ich soll schneller looten und aufhören, so lange zu gucken, was da liegt. Ich bin ehrlich, das werde ich nicht hinbekommen, ihr Lieben. Einfach aus dem Grund, weil ich zeitlich oft spiele und manchmal doppelt und dreifach gucken muss und immer coole Sachen liegen lasse. Auch das ist mir vollkommen bewusst. Passiert leider manchmal einfach. SKS. Oh, ein Charlie! Da ist der Charlie! Oh, Leute! Hat ja gar nicht lang gedauert. Einfach doch direkt einen Charlie mitgenommen. Zwei Helm, Pfanne haben wir schon. Ah, da kann man auch mal. Kann man auch mal Charlie für da lassen. Dankeschön. Paradise Resort. Da ist da bestimmt einer. Wieso ist 9mm für mich angezeigt, als wenn ich das brauche? Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine 9mm. Wir brauchen auch keine 7,6mm. Wir brauchen 20 cm. Boah. Wie groß ist 20 cm als Bullet? Das ist doch dann Tankmaterial wahrscheinlich, ne? Jetzt erzähle ich wahrscheinlich wieder absoluten Bullshit. 20 cm. Ja doch, das klingt groß. Können wir noch ein besseres Zielfernrohr haben? Rauchgranate. Rauchgranatenwerfer, ne. Ich glaube, das letten wir mal go. Da können wir besser einen Zweier draufnehmen. Das haben wir sowieso schon. Bankpolster können wir reingönnen. Noch ein Vierer. 9,4er brauche ich nicht. Wieso gibt es nur die fucking N249? Die ist so scheiße. AUG. Danke. So. Weg, weg, weg. Rein. Wir brauchen. Schalli für eine MP. Geil, was halten wir denn von einer Schalli für eine MP? Komm, wir gehen mit einer. Haben wir sowas wie eine UMP oder so? Komm, dann nehmen wir einen Laseraufsatz. Aber was sagt die Zone? Okay, sagt noch nichts. Markieren wir mal hier das Auto. Vielleicht könnte das noch relevant werden. Ach, jetzt haben wir zum Glück auch mal. Was für ein Kopf. Was für ein Kopf. Okay, wir haben bisher erst eine Waffe. Ich hör ein Flugzeug. Da versuchen wir hinzukommen. Indem wir das Auto nehmen. Und dann schauen wir noch mal, wo das Flugzeug landet. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück. Da in die Richtung, wo bin ich denn gerade? Hier hinten landet das ungefähr, oder? Okay, wäre schon praktisch, wenn ich sehen würde, wo das Ding hinfliegt und wo das was fallen ist, ne? Oh, das ist nicht so weit weg. Aber schon noch, würde ich sagen, auf der anderen Seite. Was? Laseraufsatz. Laser, piu, 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 nee, 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 ist das ist ein Medkit, halt die Sonne. Nicht genug Platz. Ah, oh, wieder hier looten. Looten und sputen. Das müssen wir uns nämlich gleich, glaube ich.
Weitzone ist cool. Wir sind ziemlich in der Mitte. Wir sind relativ nah. Gehen wir nochmal schnell in die Gebäude. Deckung suchen. Achso, ein Visier wäre auch ganz gut, ne? Na, vielleicht finden wir da ja was. Komm, so schnell ist doch niemand anders hier. Noch sind alle am Leben. 5 Stück noch am Leben. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken, wie laut das ist. Wir können natürlich gucken, ob wir da oben auf den Berg mal gehen. Und uns da mal ein bisschen verschnabulieren. Okay. Oh, ist das ein, nee, ist ein Foregrip? Ich bleib bei dem, den ich habe. Ansonsten suche ich einen Lightweight Grip. Na gut. Gehen wir jetzt mal hin, einfach ganz chillig. Was liegt hier noch? Die. Oh, guck mal, FIFA-Scope. Perfekt. Den Killer packen wir auch rein. Die Bandagen auch. Haben Zimmer einen Level 3 Rucksack. Da ist immer ein bisschen Platz drin. Und schauen doch. Entschuldigung. Hier die rechte Nuss ein bisschen eingeklemmt. So. Ach, so die Zone. Oh. Oh, muss ich eventuell. Oh, die MK12. Ich spiele mal mit anderen Waffen. So, dann gehen wir mal da auf den Berg hoch. Guck mal, was da geht. Da den Berg lang. Vielleicht kann ich da auch hochsippen. Sieht nämlich so aus. Dann höre ich dann wen, weil da vorne kommt ja noch vielleicht wer. Dann her. Wir haben jetzt, würde ich sagen, was für den Nahkampf. Ich weiß nicht, wie gut die auf Entfernung schießt. Wahrscheinlich schießt die in alle Richtungen gut. Wir könnten den jetzt hier natürlich bekämpfen, aber das machen nur Loser-Schmuser. Okay, für die AOG könnte man halt versuchen. Das ist absoluter Schwachsinn, was ich da gerade gemacht habe, weil das ist ein Holovisier mit einem Holovisier. Ach, wow. Tausche ich ein Zweifach gegen ein Zweifach oder ein Zweifach? Ich weiß es nicht, ich bin überfordert. Oh, eine Dreierweste sogar und ein Vierervisier. Ja, moin. Nehmen wir noch ein bisschen Muni mit, so einen geilen Griff. Kiste SKS, K. KK, KK. Wow. Weiß gar nicht, wer da überhaupt neu ist. Alle 5 noch am Leben. Wenn ich jetzt hier runterfalle, wäre schlecht, ne? So, wie komme ich hier noch höher? 2er Rucksäckchen fände ich irgendwie noch ganz angenehm. Wie viel Schuss haben wir eigentlich? 200 und 280. Die loszuwerden dürfte spannend sein. Gucken, ob es A, fahrbereit ist und B, sonst hier niemand ist. Sieht nicht sonderlich fahrbereit aus, Leute. Ich glaube, die Tür ist immer auf, oder? Ja, oh, ich hab gerade. Ah. Da höre ich jemanden. Okay, wo fahren wir denn hin? Wo sind wir überhaupt? Ah ja. Wir wissen, beim Bootcamp war jemand. Der wird da potenziell auch noch looten. Er kommt in meine Richtung. Guck mal da. Okay, ein bisschen obvious, was wir hier machen. Scharfschützen wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Schauen wir, ob ich hier im Blumentopf jetzt gewinne. Wir haben gerade nichts, um weit zu gucken. Ah. Sofort schon. Perfekt.
mir gerade gesnipert. Wird gesnipert, oder? Hört sich zumindest so an. Aber zwischendurch dreht mein Rechner so hoch von der Lüftung, dass ich denke, da kommt irgendwo ein Auto angefahren. Hier ist so eine Tempelanlage. Zweierhelm sollte ich nochmal nehmen, ne? Hier scheint niemand zu sein. Aber die nächste Zone kommt jetzt. Und das heißt, wir sehen, wohin es geht. Wohin die Reise geht. Rechter Griff, noch mehr Griffe, noch mehr SKS. Alles doof. Thronenshit. Die nächste Zone sagt Berg. Als ob wir jetzt auf dem Berg die Zone kriegen. Geil. Okay, ich werde von Norden kommen, denn im Norden ist auch keiner abgesprungen. 20 Schuss in der SKS, ey. Da müssen wir einfach nur gut zielen und dann war's das. Ja, wir müssen rüber. Miep, miep. Kann man da hinten so ein... Oh, da kann man so eine Leine hoch. Cool, das möchte ich mal probieren. Muss ich nicht den ganzen Kackweg da hochlaufen, sondern kann einfach die Leine da hoch schisseln. Da habe ich mich erschrocken. Irgendjemand hat es gehört, glaube ich. Ich dachte, das wäre eine andere Granate, ehrlicherweise. Okay. Fuß zum Ring. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich von denen erschossen werde. Die Dingens ist natürlich jetzt riesig. Weil ich denjenige war, der initiiert hat diesen Kampf. Ich guck mal kurz, ob hier noch neue Nades liegen. Da liegt zum Beispiel eine Schmuckgranate. Hm. Okay. Gehen wir jetzt aber erstmal weiter zum Ring. Flucht! Weiter zum Ring. Ich hoffe noch irgendwo ein Auto zu finden. Oh mein Gott! Das da, kann man das da fahren, das Gefährt, was ich da gesehen habe? Scheiße, ich muss auch so oder so hier rüber, ne? Oder ich schwimme. Ist ja was scheiß drauf. Ich probiere es sogar erst gar nicht aus, jetzt mir das Gefährt zu holen. Ich schwimme jetzt einfach hier rüber. Die Zone kommt nämlich... Ah! Fuck off! Und auch alle 5 am Leben. Die Frage ist, ist der... Ist der immer noch da unten am Looten? Wer auch immer da noch ist? Oder nicht? Kommen wir nach oben? Ja. Nur nicht gegen Baum. Kommen wir da hoch? Ja. Da muss der Wagen abkönnen. Hier wird ja wohl keiner sein. Türen sind zu. Hier ist keiner. Oh man, da fährt einer.
fährt einer hoch. Da fliegt ein Baum. Kleine miese Hure. Muss auch noch hier rüber kommen. Fährt einer mit seinem geilen Gerät hoch. Das finde ich gut. Ja, bleibt da mal stehen auch. Ja, ich weiß, wir müssen auf den Berg. Wir müssen dahin. Und ich nehme einfach den Weg hier über diese tolle Leine. Da kann gar nichts schief gehen, ne? Kann man auch nicht sterben oder so bei. Warte mal, wie komme ich an diese Leine? Hä? Man muss unten gucken. Ah, okay. Okay, ich habe gerade kurz Angst gehabt, ich kann hier runterfallen. Und ich habe Angst, dass gleich einfach einer von hinten kommt. Hier steht ein Auto, aber das sieht mir sehr gespawnt aus. Ups. Zone ist doch super. Ich hab nur... Oh, warte mal. Hier ist ja noch Loot. Gerade noch gehört, ey. Was? Holy shit, hat er mich gesehen? Alter, war ich schnell weg. Fuck. Das hätte ich nicht so machen sollen. Scheiße, hat er mich weggesnackt. Autsch. Ich wollte eigentlich ein... umdrehen, um mir ein Visier zu holen, was vielleicht ein bisschen größer ist als ein Zweifach. So, nehmen wir mal unseren Schalli raus und gucken uns das Ganze hier mal an. Oh, da oben wurde Brosator J gemacht. Einfach mit dem Header. Mit einer in der SV. Du musst natürlich nur ein bisschen aufpassen, dass die Person im Auto mich nicht mitbekommt. Im ersten Moment sieht's gut aus, würde ich sagen. Du kommst mir nicht über die Brücke hinterher. Oh. Okay, was machst du denn da jetzt? Ich schwimme auch sehr langsam, merkt gerade. Der Ring kommt gefährlich nahe. Oh, Chris hat Jay weggemacht. Okay, was liegt hier noch? Oh, eine Barrel. Nice. Die wollte ich haben. Ein bisschen Muni dafür. Ich weiß, der Ring, ist mir jetzt im Rücken, aber dafür habe ich meine Barrel bekommen. Kleiner mieser Ficker. Natürlich uncool, wenn ich jetzt deswegen drauf gehen würde. Ich glaube, die Chance, dass ich drauf gehe jetzt, ist sehr, sehr hoch. Ich weiß nämlich auch leider nicht, wo die Person ist. Und damit bin ich auch tot. Oh, der arme Zurpel! Oh, der arme Zurpel ist an der Zone gestorben. Hä, wie hat er das denn geschafft? Da kann man hoch? Wie aus dem ist das denn? Also von da kamen die Schüsse vorhin. Au! Ich stehe schon offen, Holland.
Muss halt erstmal in die Zone rein, ne? Das ist ja alles tief. Okay. Muss aber sagen, wenn er nicht so diese Nades vor meine Nase geworfen hätte, hätte ich nicht mal gewusst, dass der da ist. Ich weiß nicht, ob das die beste Taktik war. Ich kann in diesem Spiel einfach nicht schleichen, das ist schrecklich. Okay, Zone ist mittlerweile sehr klein. Ist nur noch hier oben. Warte mal, da hochzugehen, ist gar nicht mehr im Spielbereich, oder? Wie viel sind noch am Leben? 3. Ja, aber trotzdem will ich da mal ausprobieren. Hier muss halt jeder hoch, ne? Jeder muss hier diesen Kackberg hoch. Ist richtig räudig. Ich kann auch einfach so in der Ecke stehen. Die Neuankömmlinge willkommen heißen. Voll frech, dass der Zurpel vom Spielbereich gekillt wurde und nicht von mir. War gut. Und wir sind sogar noch im Spielbereich hier. Ich weiß ja nicht, was besser ist. Das eine Sniper oder das andere Sniper hier? Der hockt doch da garantiert. Okay, der Rest wird wahrscheinlich über mir sein. Die Schüsse vorhin von Christian, der DJ gekillt haben, die kamen irgendwo von weiter oben, würde ich sagen. Hier oben mal die Stachelfalle reinlegen. Ist gefährlich, hier hochzugehen. Aber machen wir einfach mal. Oh, wow. Das ist ja dezent platziert. Habe ich weit rechts von mir sich bewegen hören? Bein gehört. Meine ich. Oder nicht? Ich dachte, ich hätte einen Schritt gehört. Ich glaube nicht. Oder? Gott. Jetzt will uns diese Map aber auch stressen. Wo sind meine Granaten? Hab keine. Ja, aber so was wie ein Chris könnte ihn gleich hören. Jetzt. Oh, Chris hört ihn, jetzt bin ich mal gespannt. Hört er ihn? Ja, er hört ihn. Ist ja, er? Jetzt sieht er ihn auch, ja. Gesehen? Noch hat er ihn nicht gesehen. Ich guck mal. Oh, Peter hat ihn aber auch gehört. Peter schaut. Okay, Peter hat ihn auch gehört und bewegt sich nicht mehr. Das ist smart. Safe angehört über mir. Aber nicht so gut. Was macht Peter? Ah, Peter wirft. Peter! C4 auf Peter, scheiß jetzt hier auf dich! Stark, Peter. Großartig. Starker Move. Die Explosion ist ganz schön groß. Ich hoffe mal nicht, dass er hier hochkommt. Ich hab das Gefühl, halt bewegen. Das war aber nicht der Artillerie. Okay, da oben ist einer. Der ist wahrscheinlich zu dem Haus gelaufen, nehme ich mal stark an. Aber jetzt gucken natürlich alle in meine Richtung, was so richtig beschissen ist.
Ich habe nicht mehr so viel zum Heilen, das ist ein bisschen ein Problem von mir. Da höre ich doch Schießerei. Da wird doch geschossen. Mit dem Charlie. Fuck you. Wo war das? Das war hier vorne irgendwo. Doch, okay, Sepp hätte ihn eigentlich... Doch, Sepp, guck mal, Sepp, du siehst ihn doch. Links von dir. Da jetzt oben. Er sieht ihn nicht, er ist so blind. Er hat ihn nicht gesehen. Ey, mir ist das schon so oft in diesem Spiel passiert, ne? Also von daher, aber ja. Ich muss halt, wenn der eine den anderen macht, der lachende Dritte sein. Gehen wir einfach runter, Ballerei. Ich finde, die Zone hätte mir auch ein bisschen mehr Freundlichkeit gönnen können. Echt mehr Health. Wie viele Sekunden noch? 27. Ich muss da rüber. Ich muss zu meinen Steinen. Jetzt muss doch Christian den auch. Jetzt hat Christian den auch gehört. Okay. Oh, damn it. Bin gespannt, wie Chris reagiert. Bloß weil noch die VSS in der Hand hat. Ich sehe alle drei fast auf dem Bild. Jeder heilt sich erstmal. Okay, ist nicht da. Fuck. Ich dachte, der ist da. Sepp trinkt. Oh, jetzt kommt er. Oh, und jetzt. Oh, wow. Oh, Chris, du hättest nur eins. Du hättest nur eins weiter gucken müssen. Fuck! 20. Da muss ich los. Dann habe ich ein Problem. Oh, ich kann gleich rennen, wenn die Dinger runterkommen. Die roten Dinger auf der Map. 10 Sekunden. Da muss ich los. Das heißt, jemand muss vielleicht da unten rum. Läuft da jemand? Der mich von oben abgeschossen. Drücke mal auf Ja. Aua. Na, was geht? Aua. Ach, da ist eine Kiste! LOL, die habe ich doch gar nicht gesehen! So. Hit. Ich sehe keinen. Zwei. Hä? Na, Christian, oh mein Gott. Was war das für eine Runde? Chris, das King of the Hill. War er wirklich? Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, Alter, dass nur noch so wenig Leute leben. Ich dachte, rechts von mir wäre noch einer. Ja, das war irgendwie eine sehr, sehr schnelle Runde. Und der ist dann gerade gekillt worden. Ja, Peter hat mich einfach gemacht. Ja. Geh. Also auf das die Entfernung GG. Mit P90, ey. Holy ja, crazy. Shit, jeder Schuss hat da getroffen gefühlt. Der weiße gerade war Peter. Der letzte war Peter. Der letzte war, auf dich hatte ich gerade schon mal geschossen und dann habe ich Schritte rechts von mir gehört und konnte dich überhaupt nicht zuordnen. Also Sepp stand unter dir. Exakt ja, ich habe auch auf dem Stein gestanden und sagte noch so, ey komm, ich springe jetzt einfach da runter, Schreierei, ballern. Aber dann war der weg. Als das ich war belastend, weil ich dachte, der auf mich geschossen hat, wäre der, den ich getötet habe. Und da ich keine Heilung mehr hatte, wollte ich mal schnell in der Kiste gucken, ob da irgendwas ist oder meine Rüstung schnell austauschen, weil die natürlich angeschossen ist. Und dann standet ihr einfach nebeneinander und Christian hat dann mich gekillt.
Ich finde, ich habe auch noch einen Kill mehr verdient, weil der arme Zurpel. Ja, der arme Zurpel, Mann. Der ist richtig dumm. Das, was du, nachdem er Peter angeschossen hat, weil Peter genau weiß, wo der arme Zurpel ist und übers Wasser schwimmt. Das war so dämlich. Ja, schade. Fies. Ja, GZ, Christian. Danke, GZ, GG. Danke, danke. Und das vielen lieben Dank. Ja, Entschuldigung, mach du. Du hast gewonnen. Das war PUBG für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.